Feld 5 wolltet ihr sein, seid ihr aber nicht, okay. Ne, wir sind Feld 6. Ja, Feld 6. Ja, Flo, wie sieht das aus? Du bist ja jetzt offizieller Vlogger. Ja. Auf dem Erdbeerhof. Noch mal, genau, auf dem Erdbeerhof. haben die eigentlich nur Erdbeeren oder haben die was anderes? Ne, die hatten da nur Erdbeeren und Kaffee. Aber Kaffee konntest du dir kaufen, der war dann gepresst. Ach so, ja. Okay. Ja, aber ich hätte auch mal Lust, irgendwie Kirschen zu pflücken, aber Kirschen wachsen ja an Bäumen, habe ich erfahren. Nee, sag nicht. Doch. Ja, Lutz. Ich habe einen Kirschbaum bei mir im Dach. Echt? Ja. Okay. Sollen wir bei dir vorbeikommen? Zu pflücken. Ja, weißt du, die reifen Früchte lassen sich am besten pflücken. Ja, stimmt, die jungen Dinger sind so widerspenstig. Ne? Ja. Ich merke dann meine Freundin. Ja, siehst du? Alles eine Erziehungssache. Ne? Ja, ich habe schon auf einmal zum geguckt, aber so eine Peitsche kostet 30 Euro. Also. Nimm Fahrradschlauch. Ja, stimmt, Fahrradschlauch ist günstiger. übrigens, Tim ist gleich voll, der ist bei 80%, der müsste mal abgefahren werden. Wo weißt du denn? Ja, weil links eine Anzeige ist. Weil es oben links steht. Oh. Mann, ich habe so lange keine LS mehr gezockt, das ist ja Wahnsinn. Das ist aber ein Mod, den wir reingefügt haben. Wie heißt der Inspektor-Mod, ne? Wie heißt der Inspektor denn? Inspektor Jones. Inspektor Gadget. Kennt ihr noch Inspektor Gadget? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber hier will ich so ein Lifehack, ne? Habe ich jetzt gerade selber rausgefunden, als es so warm war die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, wie auf das Thema gerade kommt. Nein, was wirklich wunderbar funktioniert bei der Hitze, ihr nehmt euch einfach so eine Schale, wo die Füße reinpassen, füllt die mit Wasser auf und stellt eure Füße rein. Natürlich solltet ihr vorher eure Socken ausziehen, aber das kühlt ungemein. Boah, das will ich deiner Frau nicht antun, ey. Du musst bestimmt immer Zimmer abschließen dafür. Nein. Gerade Socken aus Bad. Nein, ich bin ja immer frisch geduscht. So, hallo Junge, du hast einen Rechner bei dir zu Hause stehen, du darfst nicht duschen. Stimmt. Warte. Wer hat gestern, ich glaube, hat der Tom gestern zu mir gesagt oder Charlie oder warst du da? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Wer hat was gesagt? Dass ich nicht duschen gehen soll, weil ich den Rechner bei mir zu Hause habe. Das war wahrscheinlich Charlie. Ja, ne? Als die lustige Bestrafung gespielt, also die, ich muss einfach mal sagen, in Anführungszeichen Bestrafung, ne? Das Spiel hat mir echt gefallen. Ich hab heute das Video geschnitten, deswegen war ich heute tagsüber auch zum Beispiel auch nicht da, weil ich das Video geschnitten habe. Weil du zum Mediamarkt musstest. Und weil ich zum Mediamarkt. Um Bescheid zu sagen. Um eine Paysafe-Card zu kaufen, ja. Genau. Fahren wir jetzt zu Feld 5? Ja. Oh, scheiße, tut mir leid. Genau, jetzt geht's zu Feld 5. Nein, wo war ich stehen geblieben? Warte mal. PaySafe-Karte kaufen beim Mediamarkt. Nee, weiter vorher noch. Video schneiden? Weil du heute nicht da warst. Nein, noch weiter vorher. Mann! Das zu Feld 4? Zu Feld 4 können wir auch zuerst fahren, ja. Aha. Du fandst das Game eigentlich dann doch ganz geil, obwohl es eine Bestrafung war. Genau, richtig. Ich habe das Video geschnitten und habe gedacht, scheiße, ey, da hätte ich noch was anders machen können. Ich habe mich echt geärgert im Nachhinein, weil ich erst gemerkt habe... Was war das denn? Farm Frenzy 2. Ja, stimmt. Ja. Warte, das Video geht nachher auch noch online. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr dieses Video seht, dann ist die Bestrafung schon online. Ja. Das war eine sehr lustige Bestrafung. Also, wie gesagt, in Anführungszeichen Bestrafung. Ne? Das, ich meine, Tom hat sich wirklich Mühe gegeben, so ein richtig schlechtes Spiel rauszusuchen. Und wie gesagt, Pregnancy. Ja, ich muss mir nochmal Pregnancy nochmal angucken. Ah, hier ist auch nochmal Gerste. Für Gerste ist gerade im Angebot, ne? Deswegen haben wir auch so viel Kohle bekommen. Was hat es dafür gegeben, Kata Showtech? Der ist nicht. 1,25 oder so. Also wir hatten, als ich vorhin online war, hatten wir 77.000. Eben gerade hatten wir 100.000. 11.000 haben wir jetzt bekommen gerade. Da rollt der Rubel. Kannst du noch einen dritten Meter verkaufen? mit dem 12 Meter Schneidwerk.
Wir können einfach das kleine Schneidwerk verkaufen und dafür ein großes holen. Nee, es ist halt, ich finde es halt wirklich schöner, wenn man... Alles Socke, du bist bloß noch einmal hin und her fahren auf dem Feld, hä? Ja. Nee, shit, jetzt kommt der Tim gerade. Nee, es ist einfach, ich finde es auch mal ganz schön, wenn wir alle zusammen in einer Aufnahme drauf sind. Ja, und je größer die Schneidwerke, desto schneller ist die Aufnahme vorbei. Nein. Komm ich hier vorbei? Boah. Boah, hab ich geile Fahrerskills, ey. Ach, siehst du, Tim, was ich dich fragen wollte. Gibt es eigentlich als Berufskraftfahrer einen Mindestlohn? Also als Auszubildender ja, okay. Weil ich hatte 10 Euro zu wenig bekommen und da hatte die IHK bei meinem Chef angerufen, was das soll, warum ich so wenig verdiene. Mhm. Was mich aber wundert, einer aus der Klasse verdient noch nicht, verdient fast die Hälfte von meinem Bruttolohn. Ich hatte ja 10 Euro zu wenig, wo ich mir dann so denke, haben die da nicht richtig drauf geguckt oder was, weißt du? Das fand ich komisch, aber ja jetzt ich keiner weiß kontrolliert von der IHK. Ja, das kann, ja, die müssen das ja unterschreiben, ne? Ach so. Deswegen, aber bestimmt hat er sich so gedacht, scheiße, gleich Mittagspause, ich hab keinen Bock mehr, einfach unterschreiben. Ja. Vielleicht lernt er aber auch einen anderen Beruf. Ja, nee, der lernt schon das Gleiche, ne? Was ist das? Speditionskaufmann? Nee, Berufskraftfahrer, wie heißt das? Genau. Ja, Berufskraftfahrer. Ah. So, und ja, was ist nach der Ausbildung? Was kriegst du da so die Stunde? Kommt drauf an. Ja, so. 11,30 Euro. 11,30 Euro? 5,30. 5,30 brutto aber, ne? Dann hast du zwei Euro. So zwischen 11 Euro und 12,50 Euro Anfangsgehalt. Die Stunde. Brutto aber. Ja, ja. Das war auch nicht gerade viel. Vor allem nee, ja, was da mal bei Baden Job findet, sind doch mit Rumänen und Polacken unterwegs. Naja, ist doch so. Vor allen Dingen kann ich dann jedes Mal nach Hamburg fahren, deine geilen Peps abholen, dann ist ja eh richtig Geld. Ja. Wie der heißt hier, der Multiplayer Drogenkurier oder so. Kannst du die Erdbeeren abholen? Ja, genau. Wir dealen erstmal hart mit Erdbeeren. Ich sehe schon, weißt du, du schickst Tietze einfach jedes Mal Köln auf die Reeperbahn, ey, Bock auf Erdbeeren. Ja, nee, der kommt dann mit Paysafecards nach Hause. Ja, genau. Tausche Erdbeeren gegen Paysafecards. Waren die eine Schürze zweit auf dem Handtuch hin und her, ja, und da bleibt trotzdem noch das Zeug stehen. Was? Wo bleibt das stehen? Ja. Muss ich mal umdrehen. Fuscher, alles Fuscher. Wieso kann ich das hier nicht abladen? Warte, Tom, warte, was steht Tom? Jetzt. Ein guter Bauer lässt auch mal eine Kuh stehen. Was? Ich weiß auch nicht. Das hat ehrlich gesagt keinen Sinn gegeben. Nee, ich meine, warum sollte er mit den Kühen weggehen? Weiß nicht, vielleicht möchte er mit den Kühen ein neues Leben anfangen. Ja, genau. Das kostet eine Villa, scheiß drauf, erstmal eine Kuh ins Schlafzimmer rein. Ja, nee, nur Zicke. So. Natürlich können wir auch wieder The Forest mal wieder spielen oder Seven Days to Die oder sowas und dann eine Aufnahme machen. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, liebe Zuschauer. Aber Er wird es nicht tun. Boah, was fährst du denn gegen mich? Was fährst du gegen mich? Ob ich das längere Schneidwerk oder du? Ja, hat also passt. Natürlich würde ich es tun, allerdings müssen die Zuschauer auch dazu mal was sagen, ne? Liebe Zuschauer, lieber Zuschauer, an dieser Stelle bist du gefragt. So. Was sollen wir spielen? Was sollen wir spielen? 7 Tage lang? Was sollen wir spielen? Oh nein, nein, einfach nein. Nein, die Zuschauer können es ja gerne schreiben. Die können auch sagen, ey, nee, wir wollen mehr Landwirtschaftssimulator machen, hört auf mit den anderen Scheiß oder so. Ne? Ist ja alles überhaupt kein Problem. Das kriegt man ja alles geregelt. So. Kriegt Kater auch nochmal ein bisschen was in seinen Tank reingefüllt hier. Showtag hat den Server verlassen. Oh. Showtag? Ja. Keine Ahnung warum. Achso. Er hat einfach keinen Bock mehr. Ja, auf uns.
Oh, ups. Wird hier auch Gerste? Nee. Ja, ja. Ja, nein. Ja, nein, vielleicht. Nein. Ich glaube auf Feld 5 ist er. Ach, mein Steam hat sich gerade verabschiedet, deswegen. Ja. Aber was hat Steam mit meinen Dings? Und dann, ich habe auch Steam-Joker-Steam-Spiele. Hm.